So, er sagt, wir sind schon live. Also starten wir jetzt noch. Wunderbar. Herzlich willkommen zu Facebook Marketing leicht gemacht. Ich habe heute einen Gast, die Sabrina Käsehaufs. Und Sabrina erklärt uns mal Facebook und Recht. Das heißt, sie ist Rechtsanwältin und spezialisiert auf Facebook. Ich freue mich sehr, dass ich sie mal wieder interviewen darf, denn alles, was mit Recht zu tun hat, ist natürlich nicht meine Expertise. Das heißt, da hole ich dann immer die Sabrina mit rein. Die kennt sich einfach aus, die Frau. Und vielleicht habt ihr es in letzter Zeit mitbekommen, Facebook hat ein paar Probleme mit dem ganzen Datenschutz. Ja, wir haben sehr viel Unsicherheit gehabt mit diesem ganzen Thema. EuGH, DSK, da werden Wörter und Abkürzungen umhergeschmissen, mit denen wir überhaupt nichts anfangen können. Und deswegen habe ich jetzt Sabrina heute hier, die da mal ein bisschen Klarheit reinbringen soll, die uns erklären soll, müssen wir jetzt Facebook löschen? Können wir da weitermachen als Seite? Oder was haben wir jetzt hier für Möglichkeiten, beziehungsweise was müssen wir umsetzen, um weitermachen zu dürfen? Ich danke dir sehr, Sabrina, dass du heute da bist und freue mich schon auf unser Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich mal wieder hier sein darf. Das ist ja schon echt lange her, ne? Also ihr wisst ja, sonst regelmäßiger was gemacht, aber die Katja und auch ich, wir haben sonst auch sehr viele andere Dinge auch zu tun noch, ne? Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis wir mal wieder live sind, aber wir machen das natürlich regelmäßig für euch, so wie Katrin das schon gesagt hat. Katrin ist die Facebook-Expertin, ich bin die Rechtsexpertin und zusammen, glaube ich, ist das auch für euch total gut, weil das ist wichtig, ja, dass ihr das einfach dann auch zusammenführen könnt. Genau, und dann erklären wir heute mal, wie Katrin hat schon gesagt, diese ganzen Sachen, ja, da werden auch Sachen durcheinander geschmissen, dann sagt einer, jetzt gibt es ein Urteil, die haben gesagt, Facebook ist rechtswidrig, wir müssen alles löschen, ne? Dann löschen welche die Fanpage oder stellen die aus, auch unsichtbar, ja, und alle kriegen total Panik. Und wir sind ja auch immer das Beruhigungskomitee, sage ich immer, ne, dass wir sagen, erst mal durchatmen, Leute, ja, bleibt hier, alles ist gut. Und dann wollen wir heute mal ein bisschen gucken, was da los ist. Vielleicht fange ich einfach mal ganz kurz an, schon mal, dass wir einmal ganz kurz nochmal zurück. Blicken. Die Katrin hat dazu auch einen sehr, sehr coolen Blogbeitrag geschrieben. Da mache ich jetzt mal Werbung für dich direkt mal mit, Katrin. Ich habe nämlich keinen Bock gehabt, einen zu schreiben. Die Katrin hat einen sehr guten geschrieben zu diesem EuGH-Urteil damals. Das findet ihr sicher auf Katrins Seite auch noch. Das heißt, wenn ihr sagt, boah, was war da nochmal ganz genau, lest euch das durch. Nur nochmal ganz kurz. Der EuGH hatte in einem Urteil gesagt, dass ein Betreiber der Fanpage mitverantwortlich ist für den Datenschutz. Das ist, sage ich mal, die Kernaussage, wo alle aufgeschrien haben und gesagt haben, ach du, ja, sagen wir jetzt hier nicht morgens früh im Live, das geht ja gar nicht. Dann ging es schon los, dass einige die Fanpages gelöscht haben, Anwälte haben gesagt, wir müssen alle von Facebook weg, ja, verlass das sinkende Schiff, ja, alles ist total dramatisch. Dann habe ich aber und einige andere Kollegen auch gesagt, ganz ruhig, ja, wenn wir mit verantwortlich sind, dann gucken wir uns mal an, was bedeutet das denn jetzt genau? Ne? Also was heißt das, wenn wir mit verantwortlich sind? Und im Kern geht es darum, dass wir sagen, wir müssen informieren. Ja, wir müssen die Leute, wie bei unserer Webseite, die Leute informieren, was machen wir denn mit den Daten? Was tun wir denn hier bei Facebook? Mit Facebook zusammen, das ist ja auch klar. Der EuGH hat ganz klar gesagt, wir sind gemeinsam mit Facebook verantwortlich. Und denen ist es natürlich auch klar, dass wir vieles nicht alleine machen können ohne Facebook. Ne? Das heißt, wir gemeinsam sind die verantwortlich. So, das heißt, damals hatten Katrin und ich auch schon mal live gemacht und da haben wir schon gesagt, bleibt mal ganz ruhig. Es gibt eine Datenschutzerklärung für Facebook, die packt ihr erstmal drauf und wir halten die Füße still. Haben wir gemacht. Dann letzte Woche der große Knaller, die DSK, das sind ja nicht gerade meine Freunde, das ist diese Datenschutzkonferenz, das sind quasi die Landesdatenschutzbeauftragten plus der des Bundes, die sitzen dann da zusammen und überlegen sich, was beschließen wir heute? Haben wir gesagt, ah, Facebook. Facebook hat jetzt gar nichts gemacht nach dem EuGH-Urteil, das stinkt uns. Also machen wir einen Beschluss und machen mal, ich wünsche mir was von Facebook. So. Und haben also Punkte aufgeschrieben, was Facebook alles zu tun hat und was wir vor allen Dingen auch machen sollen an Facebook. Wir sollen nämlich, das fand ich sehr witzig, eigentlich fast, das ist schon fast wirklich lachhaft, was die sich so vorstellen, wir sollen jetzt Facebook sagen, ihr gebt uns jetzt alle Informationen, die wir brauchen. Jetzt, heute, direkt. Das ist natürlich ein bisschen witzig, weil natürlich, wen sollen wir jetzt anschreiben? Ne? Also das ist natürlich Blödsinn. Und was eben auch ein bisschen blödsinnig ist natürlich, dass sie gesagt haben, sie wünschen sich gerne eine Einwilligung. Ihr wisst, die DSK, die lieben Einwilligung. Ja? Die wollen am besten, dass nur noch 98 Pop-ups kommen und wir willigen ihnen alles ein. Das geht technisch nicht. Ja? Das weiß die Katrin besser als ich. Wir können ja hier kein Plugin in Facebook reinklatschen. Das wäre ja noch schlimmer. Da würde Facebook wirklich weg sein wahrscheinlich, wenn jeder jetzt anfängt, hier rumzubasteln. Es geht schlichtweg nicht. Was aber die DSK sich gewünscht hat, ist ein Vertrag, eine Vereinbarung, ja, um das zu erfüllen, was der EuGH gesagt hat. Wir sind beide verantwortlich und das regelt man nach 26 DSGVO, wen das interessiert,
in eine Art Vereinbarung. Oder? Das kann ein Vertrag sein, das können AGB sein, wo im Prinzip drin steht, was machst du und was mache ich. Ne? In der Regel ist das 50-50. Facebook hat aber damals, das fand ich auch gut, direkt gesagt, wir sind mehr verantwortlich als ihr. Ne? Ist unser Netzwerk, wir sind mehr verantwortlich als wir. Wir sehen das nicht so wie der EuGH, sondern wir nehmen mehr sozusagen auf unsere Schultern. Und das ist eigentlich genau das, was letzte Woche dann sozusagen passiert ist. Genau. Ist das quasi das, wo jetzt Facebook auch nachgezogen hat, die AGB angepasst hat dann in dem Moment? Ganz genau. Also Facebook hat super schnell reagiert. Also ich weiß, ich hatte, kam gar nicht hinterher mit den ganzen Lives, der dauernd schrieb mir schon wieder einer, Facebook hat schon geantwortet, Sabrina, was ist jetzt damit los? Man muss natürlich erstmal alles durchlesen, was Facebook jetzt gemacht hat. Und Facebook hat wirklich, das finde ich sehr cool und auch richtig und gut, sofort schnell reagiert und hat gesagt, oh shit, jetzt haben die Deutschen da schon wieder sofort rumgemoppert. Und dann hat die, weil die DSK tatsächlich dieses Wort rechtswidrig, ja, benutzt hat. Und das ist natürlich ein echtes Problem, weil dann, klar, kriegen alle wieder Angst mit Abmahnungen und so weiter. Und da hat Facebook gesagt, okay, wir erweitern unsere AGB für die Fanpage-Nutzer und haben also quasi jetzt in den AGB eine Art Vereinbarung gemacht. Jetzt gibt es natürlich wieder Juristen, die sagen, das ist keine richtige Vereinbarung. Es gibt aber die meisten Juristen und die eben auch sehr bekannt sind, die sagen, die haben das genau geprüft. Ich habe mir die Mühe nicht gemacht, aber ich habe es nachgelesen bei Kollegen, die gesagt haben, das entspricht den Vorgaben der DSGVO. Ne, man kann das in AGB machen, weil wir alle, wenn wir hier in Facebook uns ja erstmalig anmelden, stimmen wir denen ja zu. Von daher ist das alles in Ordnung. Und da hat Facebook direkt am Anfang gesagt, wir sind verantwortlich und haben erstmal wirklich einen Haufen, da habe ich mich sehr gefreut, von Artikeln aufgeführt. Da geht zum Beispiel darum, wir sind verantwortlich für die Hinweise auch, ja, für die Auskunft, für eine Datenschutzerklärung. Das heißt, die werden auch ihre Policies nochmal überarbeiten. Dann haben sie auch gesagt, wir sind auch verantwortlich, wir kennen das alle, diese Betroffenheitsrechte, wenn jetzt einer sagt, was hast du denn für Daten, wo hast du die gespeichert? Weil das war ja auch ein Hauptproblem, wo wir gesagt haben, wir wissen natürlich nicht, was Facebook macht und wir sind gar nicht in der Lage, die Insights sozusagen weiterzugeben. Das macht Facebook auch für uns. Sie melden auch Datenschutzverstöße an die Behörden, das müssen wir auch nicht machen. Also sie haben wirklich viele, viele, muss man sagen, direkt im ersten Absatz Verantwortung übernommen, haben dann aber gesagt, klar, du bist natürlich auch mitverantwortlich. Ich meine, das ist auch nachvollziehbar, weil wir natürlich bei der Fanpage, wenn wir Werbung schalten und so weiter, auch natürlich aussuchen können, welche Daten verwenden wir. Das ist ja einfach so, das ist ja auch nicht schlimm. Das heißt, die haben gesagt, wir sollen einen Verantwortlichen benennen der Seite. Das ist die Katrin bei sich, das bin ich bei mir, das seid ihr bei euch. Wenn ihr das als Social Media Manager macht für eine Firma, ist es bitte die Firma oder der Geschäftsführer, nicht ihr. Ja? Und dann sollt ihr eine Rechtsgrundlage nennen. Und da wir keine Einwilligung haben, ist das dieses berechtigte Interesse. Da hatten wir auch damals schon drüber gesprochen. Und diese beiden Punkte sind schon zum Glück in der Datenschutzerklärung, die wir gemacht hatten, im Juni schon drin. Ja, also wir haben ein bisschen vorgedacht sozusagen und haben also das schon alles drin. Das heißt, wenn ihr die damals auf eure Seite gepackt habt, könnt ihr euch jetzt entspannt zurücklehnen und sagen, yo, das habe ich schon erledigt. Wenn ihr das nicht habt, dann solltet ihr das einfach dann nochmal nachholen, die auf die Seite packen. Und dann habt ihr sozusagen schon den Teil getan, den wir jetzt erstmal machen können. Der Punkt mit der Einwilligung, das muss man ganz ehrlich sagen, der ist natürlich noch im Raum. Ne? Weil jetzt viele sagen, das ist aber, das reicht nicht aus und so weiter, aber das ist einfach technisch schlichtweg nicht möglich. Also wir wollten, wir können es nicht. Und da besteht auch eigentlich ein Konsens der großen, sage ich mal, IT-Rechtsanwälte hier auch in Deutschland, die sagen, das ist aber okay, weil Facebook hat sich jetzt bewegt und wir müssen eben abwarten natürlich, ob Facebook, das kann ja sein, irgendeine Art der Möglichkeit der Einwilligung uns noch zur Verfügung stellt, ja, möglicherweise, dass die sagen, es gibt solche Dinge oder es gibt es eben nicht. So, von daher würde ich erstmal sagen, es ist erstmal relativ entspannt, wenn man diese Datenschutzerklärung auf der Seite hat. Natürlich Impressum nochmal bitte mitchecken. Da gibt es ja auch Beiträge schon von der Katrin und mir. Guckt das dann auch nochmal an, dass das alles aktuell ist. Das werde ich auch alles nochmal verlinken. Ne? Also ihr bekommt dann sowieso von mir nochmal in der Beschreibung alle Anleitungen, wo dann auch, und das ist das Schöne, drin steht, wie können wir es einbinden? Also ich habe dann Screenshots, da könnt ihr Schritt für Schritt durchgehen. Denn wichtig ist ja auch, dass ihr es nicht nur für eure Seiten macht, sondern möglichst auch für Gruppen. Ja, und die Sabrina hat da die Vorlage. Das heißt, in der Vorlage müsst ihr mal schauen, weiter unten habt ihr dann die Vorlage für Gruppen. Das heißt, das wird nochmal getrennt. Ja, also ihr müsst wirklich den Teil der Seiten, den Teil der Gruppen, also wenn ihr eigene Gruppen habt, dann macht ihr das dort auch.
Und wie wir das einbinden, das zeige ich dann Schritt für Schritt nochmal. Das ist wahrscheinlich einfacher, wenn ihr da einfach wirklich den Bildern folgt und nicht unbedingt dem Video. Wichtig ist einfach, dass es auf jeder Seite drauf ist, ja, dass ihr die auch anpasst. Denn Sabrina hat die Vorlage, wo dann bestimmte Teile gelb angemarkert sind und die müsst ihr anpassen, sodass es wirklich für euch dann auch passt. Und da müsst ihr einfach mitarbeiten. Und wichtig fand ich jetzt auch, Sabrina, die Datenschutzerklärung ist ja das eine, was wir machen können. Was ist denn, wenn uns jetzt jemand anschreibt auf Facebook und mehr wissen will, ja, wissen will, was wir mit den Daten machen? Was haben wir dann noch für Möglichkeiten? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Da hat Facebook ein Formular bereitgestellt. Das heißt, weil die ja, wir erinnern uns, gesagt haben, wir sind dafür eigentlich mehr verantwortlich als ihr. Wir müssen das weiterleiten. Und da sagt Facebook unverzüglich, das ist so ein Juristenspruch, Wort, das bedeutet sofort. Ne? Also das heißt, in dem Moment eigentlich, wo du es bekommst, musst du schon weiterleiten, maximal 7 Tage. Das ist eine relativ kurze Frist. Das heißt, wenn wir sowas bekommen, müssen wir das wirklich weiterleiten. Facebook hat das relativ easy gemacht. Da kann man auswählen, hat mich jetzt eine Aufsichtsbehörde angeschrieben, ne? Oder hat mich jetzt eine einzelne Person angeschrieben. Und dann müssen wir das ausfüllen. Das füllt ihr aber bitte jetzt nicht einfach aus, weil wir hatten schon ein paar, die haben das dann schon mal ausgefüllt. Ihr füllt da jetzt bitte gar nichts aus und schickt da auch nicht zu Facebook, sondern nur, wenn euch wirklich jemand anschreibt und sagt, liebe Katrin, ich möchte mal bitte wissen, wo hast du alle Daten bei Facebook? Dann füllen wir das aus und Facebook wird uns dann sozusagen diese Daten zur Verfügung stellen, die wir entweder weiterleiten, das weiß ich noch nicht, wie sie das im Prozess machen, oder Facebook leitet es direkt weiter. Das heißt, das ist eine coole Sache, weil da kann es eben auch Bußgelder geben, wenn man das nicht macht. Ne? Also das finde ich schon sehr gut, weil das ist natürlich auch für uns, wäre es nicht möglich. Und das wäre wirklich so ein Knackpunkt, wo man auch sagen müsste, wenn Facebook das nicht machen würde, dann hätten wir wirklich ein Problem. Weil dann könnte man sagen, oh, ne, da können wir wirklich rechtliche Schwierigkeiten bekommen. So nicht. Dieses Formular, die Katrin verlinkt euch das auch nochmal alles. Diese ganzen Sachen, dann speichert euch den Link einfach ab, ne? Dass man das einfach schon mal hat und im Hinterkopf weiß, okay, wenn mich einer anschreiben sollte, bis jetzt hat mich zum Beispiel noch niemand angeschrieben, dich, Katrin, wahrscheinlich auch noch nicht. Also momentan ist, glaube ich, noch relativ ruhig. Kann auch sein, dass das nie passiert. Ne? Aber wir haben einfach diese Möglichkeit, sozusagen dann das an Facebook weiterzuleiten. Das haben die gut gemacht, ne? Technisch gut umgesetzt. Das ist ein einfaches Problem. Das ging ja jetzt auch ganz schnell. Ne? Facebook hat da sehr schnell reagiert. Ich weiß, letzte Woche war alles noch unklar und mittlerweile ist alles relativ klar. Du hast schon gesagt, nur die Einverständniserklärung ist das, was jetzt noch fehlt. Da gucken wir einfach, ob das noch kommt. Aber wie gesagt, wichtig ist einfach, dass ihr keine Panik bekommt. Facebook ist da dran, ja. Ich glaube, es war jetzt einfach so, dass die DSK ein bisschen Druck machen wollte und dementsprechend hier Wörter um sich geschmissen hat, die das Ganze ein bisschen beschleunigen soll auf Facebook-Seite. Das heißt, immer nicht bitte in Panik verfallen, sondern erstmal ruhig bleiben, warten, was Facebook macht und ihr seht, wie schnell das alles geht. Ja? Die ziehen auch hinterher. Wir sind halt in Deutschland so überängstlich mit allem und dementsprechend sollten wir uns da wirklich keine Gedanken machen. Ja, das sehe ich auch. Also das ist auch einfach ein gutes Zeichen von Facebook und wir sehen das ja auch, dass Facebook sehr viel auch Werbung macht, gerade ne, was den Datenschutz auch angeht. Ne? Die haben natürlich auch ein paar Fehler gemacht in der Vergangenheit, ja, aber das ist einfach so, da denke ich auch, da muss man mal einen Haken dran machen. Das sind natürlich auch Sachen, die sichtbar sind. Ne? Was weiß ich, was hier andere Behörden ja auch in Deutschland mal für Daten verlieren, da kriegen wir einfach gar nicht mit, so sehe ich das. Ne? Also da würde ich auch einfach mal ganz entspannt sein und auch einfach mal gucken, wer ist alles noch da. Ja, weil die meistens am lautesten schreien, ja, dass alles ganz schrecklich ist, haben trotzdem nur Fanpages noch da und rennen hier bei Facebook rum, ja, und machen hier ihr Business, wo ich immer sage, ja, aber wenn das so schlimm ist, dann geh halt selbst. Ja, aber die Leute gehen meistens nicht. Das heißt, guckt auch da, dass ihr am besten 1, 2 Leute habt, wo ihr sagt, den vertraue ich, ja, da informiere ich mich. Und dann das andere müsst ihr ausblenden, weil das ist so, die Leute sind einfach da, ja, wie Katrin schon sagte, sehr, sehr überängstlich. Viele machen sich auch in Gruppen gerade völlig verrückt gegenseitig. Ja, dann wird schon mir gesagt, das ist alles rechtswidrig, hatte ich gestern auch im Webinar, weil sie dann den Teil mit Facebook noch gar nicht mitbekommen hatten. Ne? Da hatten schon wieder welche ihre Fanpage gelöst. Dann haben die gemerkt, oh, ist doch nicht rechtswidrig. Mist, jetzt können die ganze Fanpage wieder neu machen. Ich meine, ja, überlegt mir ja, wie viel Arbeit in so einer Seite steckt, ja. Also deswegen einfach ganz ruhig bleiben. Ich sage immer, ne, wenn ich nicht meinen roten Pullover anhabe, Leute, ist ja alles entspannt, ja. Dann können wir alle noch hier bleiben und wenn es Zeit wäre, Panik zu verbreiten, dann würde ich euch auch informieren, ja, wenn es wirklich hier rechtliche Probleme dann geben könnte. Und auch da nochmal, es gab keine Abmahnung bis jetzt immer noch nicht mit irgendeiner Fanpage. Es gab noch gar keine Abmahnung, was irgendwie Facebook angeht. Das muss man ja auch nochmal, kann man gar nicht oft genug sagen. Ja, niemand ist abgemahnt worden, der eine Fanpage hat, ja, oder der auch noch nicht mal eine Datenschutzerklärung auf der Seite hat. Das gab es noch null, ja. Nur macht es bitte einfach jetzt, dass ihr einfach abgesichert seid. Und das wir natürlich, das muss man auch sagen, das verlangt ja jetzt auch Facebook von uns, ne? Das sind deren Vorgaben. Das heißt, sonst kann es natürlich auch sein, dass Facebook immer sagt, pass mal auf, wir haben euch das hier wirklich sehr easy erklärt.
das sind unsere Vorgaben und wenn du die nicht einhältst, dann kann es auch mal sein, dass Facebook sagt, dann möchten wir dich hier nicht mehr haben. Ne? Das kann auch passieren, weil die natürlich, Facebook muss jetzt auch gucken, dass sie rechtssicher einfach agieren. Ne? Das heißt, das müssen wir jetzt auch schon einfach umsetzen und können nicht sagen, ach, ich warte mal ab und mache nichts. Ne? Also jetzt ist Zeit, das zu tun, ganz klar. Super. Also wichtig ist, dass ihr definitiv hier die Möglichkeit habt, das alles kostenlos zu bekommen. Sabrina stellt die Vorlage von der Datenschutzerklärung komplett kostenlos zur Verfügung. Und ihr könnt euch dann auswählen bei ihr, ob ihr den Newsletter wollt oder nicht. Und bitte macht das unbedingt. Sabrina spammt euch auch nicht voll. Ich bettel schon immer, dass sie mal Newsletter schickt. Aber sie macht das wirklich nicht so oft. Also meldet euch dafür an, damit sie einfach da auch euch informieren kann, wenn irgendwas Neues passiert, ja, weil, wie gesagt, das geht alles sehr, sehr schnell und wir kommen da gar nicht so hinterher, selbst ich nicht. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich die Sabrina habe. Also guckt euch ihre Facebook-Seite an. Sie hat auch eine spezielle Facebook-Gruppe, die einfach phänomenal schnell gewachsen ist. Ja. Sabrina, erzähl einmal kurz, was machst du in der Gruppe? Wie heißt die Gruppe? Wie kann man die finden? Ja, also die Gruppe heißt DSGVO und Online-Marketing-Recht und ja, da ist es einfach so, dass ich auch natürlich darüber informiere, ne, was für neue Sachen passieren. Da gibt es Lives auch in der Gruppe, man tauscht sich untereinander aus. Wir sind jetzt relativ viele, mittlerweile über 13.000 Leute in der Gruppe und das ist eben sehr, sehr, wie kann ich sagen, wahnsinnig dynamisch gewachsen und wir haben natürlich viele Sachen gemacht zur DSGVO, aber machen jetzt auch wieder mehr, wo ich mich echt freue, auch Online-Marketing-Recht, ja, also wieder Facebook-Sachen und so weiter und da bin ich natürlich auch immer als allererstes live und das ist ja meine Community, so wie du das auch machst, wenn du bei dir hier live bist, das heißt, die werden natürlich zuerst versorgt und die Newsletter-Leute und Katrin hat vollkommen recht, das geht schon mal unter, ne? Also es ist momentan wirklich so dynamisch, Leute, dass ihr könnt da gar nicht mehr hinterherkommen. Also wir machen das ja wirklich jobmäßig, ja hauptberuflich und selbst da ist manchmal so, oh Gott, ja, ist das schon wieder jetzt irgendwie was passiert, also man kommt nicht mehr hinterher und wenn ihr sozusagen das nicht im Kerngeschäft macht, das könnt ihr gar nicht leisten, ja, und wenn ihr anfangt zu googeln, dann findet ihr so viel schräge Sachen, also lasst es besser dann direkt, also holt euch besser sozusagen die Informationen bei uns, weil dann könnt ihr sicher sein, dass wir das immer anständig recherchieren und das natürlich auch in der Kombination euch so präsentieren, dass ihr es gut umsetzen könnt, das ist ja auch wichtig. Ne, nur ein juristischer Beitrag reicht nicht, ja, dann muss man auch jemanden haben, so wie die Katrin, die eben sich auskennt und sagt, Mensch, wo packen wir das jetzt hin bei Facebook, weil da hört bei mir tatsächlich die Kompetenz dann auf. Super cool. Ich danke dir, Sabrina. Ich wollte es wirklich sehr kurz gerne und knackig halten heute. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns einfach, schreibt es in den Kommentar rein und ihr wisst jetzt, alles, was ich zu Sabrina habe, werde ich verlinken, ja, in der Beschreibung, das bekommt ihr von mir. Wo findet man dich am allerbesten, Sabrina? Wo auf Facebook, deine Webseite? Genau, also am besten über Facebook einfach, ne, über die Fanpage, die natürlich da ist. Und ansonsten unter www.lawlikes.de, da findet man mich auch, da kann man mich auch anschreiben, ne, wenn irgendwelche Fragen noch sind. Und am einfachsten einfach bei Facebook, auch in der Gruppe, ne, wenn noch irgendwas unklar ist, könnt ihr mich da taggen und dann gucke ich mir das an und beantworte das natürlich gerne. Super cool. Die Fanpage heißt Kanzlei Käse mit EE. Genau. Ja, also könnt ihr gerne gucken, schaut euch das an, in der Beschreibung habe ich es drinne. Und dann danke ich dir sehr, Sabrina, für die Klarheit, die du uns hier gegeben hast. Und wir machen dann mal ein nächstes Video und auch einen Podcast. Und bitte, wenn ihr rechtliche Themen habt, die euch interessieren, dann schreibt uns doch. Ja, wir würden gerne wissen, was euch interessiert, wozu wir das nächste Mal ein Interview machen sollen. Und dann freuen wir uns schon aufs nächste Mal. Vielen Dank, Sabrina. Ja, sehr gerne. Danke, Katrin. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.